Hallo, vor einigen Jahren hat mir Klaus Dörig, Priester in St. Gallen, langjähriger Spitalseelsorger, das Fotoalbum seiner Primiz gezeigt. Und es hat mich beeindruckt, diese ganzen Rituale im Kanton Appenzell, in Appenzell-Stadt selber, wie damals so eine erste Messfeier vom ganzen Volk mitgetragen wurde. Und dieses Brauchtum scheint, also denke ich, nimmt ab. Und ich wollte das einfach anhand der Fotoalben von Klaus Dörig hier mit diesem Film festhalten. Er hat auch im April, sind es 60 Jahre her, und auf diese Feier hin möchte ich diesen Film publizieren. Ja, dann gehen wir jetzt zur Primiz. Oder ist hier auch noch die Priesterweihe? Priesterweihe ist auch noch drin. Ja. Hier ist die Priesterweihe. Da im St. Galler Dom. Im St. Galler Dom, im Chor vorne. Und während die Allerheiligen-Litanei gesungen wird, dann werfen sich die Weihekandidaten, wie man früher sagte, flach auf den Boden während dieser Zeit, wo die anderen, wo die Leute dann die Allerheiligen-Litanei singen. Ja, ja. Sie rufen alle Heiligen an, für diese, die da jetzt etwas erwarten. Dass die ihren Beitrag leisten können. Ja. Und dann wird die Priesterweihe wird dann so sukzessive erteilt. Mit der Handauflegung, die Hauptsache ist die Handauflegung des Bischofs, die ist hier nicht drin. Aber dann werden die Hände gesalbt, die segnen sollen und weihen sollen. Und dann wird dann sukzessive das Messgewand hinten entfaltet. Sie sehen, das ist hier noch oben mit Bändel festgehalten. Und dann am Schluss, bis zum Schluss, ist, bis vor der Eucharistiefeier wird das dann entfaltet. Und dann hier sehen wir, wie wir miteinander den Primizsegen geben. Primizsegen. Also schon, hat doch Primiz hier schon was zu tun. Ja. Ihr seid noch, aber habt sie noch aber nicht. Aber man nennt das einfach Primizsegen. Ja. Weil da Primiz heißt ja das die Erstlingsopfer. Ah, die erste Segen, den ihr. Ja. Und das war früher sehr geschätzt von den Leuten. Es hat geheißen, für einen Primizsegen sollte man ein paar Schuhe sogar durchlaufen. Ja, das würde sich lohnen. Ja, ja. Und hier zuerst durch die Handausbreitung und dann durch das Kreuzzeichen wird hier der Primizsegen. Das ist jetzt, gehen wir schon nach Appenzell. Jawohl. Zur Feier der Primiz. Und das ist natürlich ein großer Feiertag. Und es war am Osterheiligtag, das ist sowieso noch speziell. Und wir wohnten damals, weil mein Vater Lehrer war, in einem Schulhaus. Und hier hatten sich die familiären und offiziellen Hochzeitsgäste versammelt. Und von hier sind wir dann in einer feierlichen Prozession in die Kirche eingezogen. Das hier ist mein Primizprediger und das bin ich. Ah, genau, das habe ich noch gelesen. Man predigt nicht selber, sondern das ist ja eine Ehre für den Prediger, wenn er bei dir... Ja. Warum hast du ihn ausgewählt? Er war 3 Jahre um mir schon im Gymnasium in Appenzell und dann auch wieder in Freiburg. Ja. Fribourg. Und ich hatte eine gute Beziehung zu ihm und habe ihn darum ausgewählt. Früher, viele haben dann so alte, ehrwürdige Kreise, Priester genommen, aber ich habe da niemand so gekannt, Und das sind die geistlichen Bräutchen. Ich weiß nicht, sollen wir hier etwas sagen dazu? Du kannst schon mal was sagen, ja. Das ist eine Symbolik. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass der Priester ja für bestimmt ist, dass er zur Kirche schauen muss, wie man so sagen könnte, dass er für die Kirche da ist. Und die Kirche wird ja im Neuen Testament auch genannt die Braut Christi, oder? Und das kommt hier zum Ausdruck.
Es gibt dann später noch eine andere Symbolik, die werde ich dann nachher noch erklären. Ja, ja, ja. Aber ich denke, das ist, und das sind einfach so drei Bräutchen, die schon zur Erstkommunion gegangen sind, dann haben sie schon das weiße Kleid. Und, und drei, also diese, ein bisschen mit... Ja, das etwas ein, im Gleichgewicht ist. Aha. Und hier sind die beiden Mütter. Bei der Primiz hat der Primiziant, man nennt ja den Priester, der jetzt Primiz feiert, Primiziant. Aha. Und er hat auch eine geistliche Mutter. Aha, ja. Das gibt es auch, nicht nur eine Braut, sondern auch eine Mutter. Ja, ja, Braut, ja, 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 das ist eben... Also symbolisch, ja, ja. Im Symbol. Ja, ja, symbolisch, ja, ja. Aber dann kommen noch die Mütter, die sind aber auch Mädchen, oder? Und das sind die gleichen. Ah, die sind die gleichen, ja, ja. Aha, ja, ja. Und Mütter das, und Braut. Das ist meine geistliche Mutter hier. Aha. Sie war damals eine Freundin von einer Schwester von mir. Ich wollte, wir hatten keine so eine alte Tante, die ich da meinte, könnte ich fragen, sondern ich habe dann sie gefragt. Ja. Und das ist meine zweite Mutter, also Mutter. Als ich dann 20 war, hat der Vater nochmals geheiratet. Mhm. Und das ist seine zweite Frau. Mhm. Aber wir hatten in der Familie ein gutes Verhältnis, ja, ja, zu ihr, also wir alle. Oder? Mhm. Mhm. Und hier ist jetzt, hier sind noch meine, hier ist unsere Familie und Warten. Und dann sind wir abgeholt worden mit offiziellen Fahnen, oder? Beim Schulhaus, wo ihr wohnt. Beim Schulhaus, ja. Ja. Und das ist jetzt, hier ist noch die Wartesituation. Hier ist, der geht mit dem Kreuz voran, dann kommt die Fahne, dann sind ein paar Mädchen, die in diesem Jahr Erstkommunikantinnen waren, das war ja am Tag danach, dann der weiße Sonntag, weil am anderen Sonntag Landsgemeinde war. Ja. Und dann, ja, hier ist die Familie, mein Vater und mein Bruder, er war der Älteste der Familie, ich hatte nur einen Bruder, aber dafür 5 Schwestern, und hier tragen, und das war, glaube ich, das erste Mal, haben alle einen Hut getragen. Ah ja? Und wir mussten natürlich auch lachen deswegen. Ja, 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 ja. Das hier ist meine Taufgotte, und hier hinten dieser Mann ist mein Taufgötti, Taufpate, ja. Und hier sehen wir weitere Aufnahmen von der Prozession zum Einzug in die Kirche. Es war ein ganz feierlicher Einzug. Dann sind hier Frauen mit, junge Frauen mit der Tracht, die tragen bei den, zum Beispiel bei der Fronleichnamsprozession, tragen die die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes. Aha. Es gibt 3 Rosenkränze und jeder hat 5, wie wir sagen, Gesetzchen. Und die haben dann so Tafeln, handgemalte Tafeln, oben und so ein Stiel da hinunter. Ja. Und die laufen dann bei der Prozession mit. Das sind Texte, die man trägt? Nein, sind Bilder. Bilder. Also der freudenreiche Rosenkranz, Verkündigung an Maria. Mhm. Maria geht zu Elisabeth, Geburt Jesu, Darstellung im Tempel und dann noch der 12-jährige Jesus im Tempel. Dann gibt es den schmerzhaften Rosenkranz, das sind 5 Stationen des Leidens. Mhm. Jesus am Schluss mit der Kreuzigung. Und der glorreiche Rosenkranz, der letzte, der ist Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten. Aha. Und dann Aufnahme Mariens in den Himmel und Krönung Mariens zur, wie man sagt, Himmelskönigin. Schön. Ja. Ja, die ganze. Und die sind dann verteilt, die haben diese Zeichen, diese Tafeln jetzt nicht dabei. Ja, aber ja, ja. Das, sie sind einfach zur Erhöhung der Feierlichkeit, ja, ja, mitgekommen. Ja. Ja, ja. Für dich? Ja, für mich auch. Ja, ja. Und das ist die Musikgesellschaft von Appenzell. Mhm. Die hat da gespielt zum Einzug. Ja. Und hier sind nochmals die Bräutchen.
die geistliche Mutter und die, meine zweite Mutter. Hier und hinten, das sehen wir dann jetzt besser. Das ist der Klerus, etwas abgehoben vom Volk. Ja, ja, ja. Und das sind die Leute von der Kirchenverwaltung hinten. Mhm. Und das ist der Pfarrer von Appenzell. Er ist Ehrendomherr von St. Gallen gewesen. Und das bin ich und der Primizprediger. Und das ist der Diakon für das Amt. Das war ein Hochamt, oder? Mhm. Und da ist ein Diakon und ein Subdiakon dabei, das ist ein Dominikaner von Appenzell. Er ist 3 Jahre älter als ich. Und ihn habe ich gefragt, ob er da Diakon wäre. Ja. Die machen so wie Ministrantenaufgaben? Nein, sie haben, nein, nein. Sie gehören eigentlich mit dem Priester zum liturgischen Klerus. Mhm. Und es ist Diakon. Sie sind ja dann nachher auch Priester. Ah, ja. Aber sie haben dann innerhalb dieser Dreiergruppe die Aufgabe des Diakons. Mhm. Er und der andere ist Subdiakon. Mhm. Ja. Das sind Geistliche, die auch Gäste waren an der Primiz. Die Kapläne, 2 Kapläne von Appenzell. Hier, der ist auch, der war mein Tafelmajor dann beim Mittagessen. Und das ist der Rektor vom Kollegium Appenzell, vom Gymnasium, Kapuziner. Und da kommen jetzt meine Verwandten, sind vor allem Verwandte, die auch die Tracht anhaben, Appenzeller Tracht. Und das ist derjenige da, der mein Primizbildchen gestaltet hat, ja. Primizbildchen. Ah, ja. Das kriegen die Leute dann. Das muss ich dir noch eins geben. Ja, ja. Aber ich habe es heute Morgen nicht gefunden, ja. Und da ist eine Tante von mir. Sie heißt Benedikta. Sie war lang auf dem alten Sentis, im alten Sentis. Oben hat sie in diesem Hotel, war sie angestellt. Ah. Es hat immer geheißen, sie wäre die erste am Morgen und die letzte am Abend. Aha. Also auf dem Gipfel? Oder? Nein, und? Es gibt ja 2 Restaurants oben, das neue bei der Bahn. Mhm. Und der alte Sentis, der ist, muss man über den Gipfel hinüber. Ja. Und der ist etwas ein wenig weiter unten. Das gibt's ja. Aber der ist auf Innerrhoder Boden eben. Ja, ja, ja. Auf St. Gallen. Oder Ausserrhoden. Da kommen ja 3 Kantone da oben zusammen. Und da sind so Gäste, sind 2 Delegationen von Studentenverbindungen gekommen. Die hier, das sind die Rotacher. Die sind am Gymnasium in Appenzell, eine Verbindung, ja. Und interessant ist, dass der Senior dieser Verbindung, der hier die Fahne trägt, der ist 5 Jahre später, hat er auch Primiz, Priesterweihe und Primiz in St. Gallen gehabt. Er ist von St. Gallen. Und hinten ist die Theologenverbindung von der Uni Fribourg, die heißt Leonina. Der Name kommt von Leo dem 13. Ein Papst. Ja. Und da ist wieder der Pfarrer. Und hier sieht man, dass ich diesen Zottel nicht aufgeschnitten hatte. Ich habe das gar nicht gemerkt. Aha, den muss man... Ja, der fällt dann nicht so. Das bist du. Da haben alle gelacht, ja, die das gemerkt haben. Ja, ja, ja. Und ja, es ist halt, vieles wiederholt sich jetzt da. Und dann das Zweite, das ist so das Gegenbild jetzt zu den Bräutchen. Die Kirche ist die Braut Christi und das ist bei uns an einer Primiz, war das Brauch, dass der geistliche Vater, bevor man ganz in der Kirche ist, bevor der Gottesdienst losgeht, hat er eine Kreuzübergabe gemacht.
Der Tafelmajor hat hier das Kreuz in der Hand und er hat dazu eine Ansprache gehalten an mich. Und das ist dann die Mahnung, dass eben Priester werden auch Nachfolge Christi heißt. Jawohl. Und Konsequenz bis zum Schluss eigentlich. Ja, ja, ja. Und dann am Schluss hat er mir dieses Kreuz überreicht. Und ich habe es hier, ich küsse es hier und habe das dann mitgenommen als Erinnerung an diesen Primitztag. Das liegt irgendwo, hängt an deiner Wohnung? Jetzt nicht mehr. Ja, ja. Ich habe noch wieder andere hier. Ja, ja. Schöne, die hat. Aha. Ja, das ist während dieser Ansprache da. Aha. Und da der Subdiakon, das ist der Diakon, den haben wir schon gesehen beim Einzug. Ja, ja. Und der Subdiakon, das ist ein Inder. Josef Adapuram heißt er, ist aus Kerala. Die Pfarrei Appenzell hat ihm das Studium in der Schweiz bezahlt. Jawohl. Er hat auch in Fribourg studiert und er war dann schon einige Zeit hier und ich habe ihn dann gefragt, ob er bei meiner Primitz dabei wäre. Ja. Ja, das sind halt einfach wieder. Dann mir zuerst wird der Primitzsegen wieder erteilt. Da. Du erteilst den Primitzsegen? Ja, 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 ja. Wir sind da bei der Priesterweihe alle zusammen und hier ich allein. Aha, ja. Ja, ja. Und dann beginnt dann die Messe. Es war ein Hochamt, ein lateinisches Hochamt mit einer Orchestermesse. Weil es Heiligtag ist. Ja, ja. Ah. Das war, glaube ich, die Krönungsmesse von Mozart. Und ja, ist halt dann das so eine Hochform, oder? Ja, ja. Und hier, und das ist während der Predigt oder während, einfach wenn wir sitzen hier oder während der Musik. Und hier ist bei der Wandlung, wir sagen dem Wandlung, also der Einsetzungsbericht vom Abendmahl, zuerst mit der Hostie, dann mit dem Kelch. Und das war eben noch ganz von den Leuten weg, das war damals noch nicht so, nach vorne, dass man zu den Leuten ging. Ja, ja. Und die lateinische Formel kennst du noch? Das war alles lateinisch. Ja. Ja. Hast du sie vergessen, die Formel? Ja, die von der Einsetzung, ja, die kann ja ich schon auswendig. Ja? Ja. Sag sie mal. Also wenn man das so darf. Ja. Hoc, also die Worte zum Brot heißen hoc est enim corpus meum. Ja. Aber es hat keinen Zusatz mehr. Heute im Deutschen hat es noch einen Zusatz. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ja, ja. Das sagt im Lateinischen nicht. Ja, ja. Und hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti mysterium fidei. Das ist ein Einschub. Qui pro vobis et pro multis effundetur, also das Blut in remissionem peccatorum. Du kannst noch Lateinisch. Ja. Ja. Und das war während, das ist halt der Fotograf und die das dann eingeklebt haben, haben nicht alles so genau gewusst, wie es der Reihe nach kommt. Das war während des Evangeliums. Ah, ja. Der Diakon muss ja dann das Evangelium, hat das dann gesungen. Damals hat man das gesungen. Ja. Und das ist die Kommunionsspendung. Hier sind die Bräutchen. Ja. Und das ist ein Freund von mir im Gymnasium, der Franz Xaver Schnieder. Der war dann Professor an der Universität in Regensburg. Hat dann aber geheiratet, da musste er diese Aufgabe abgeben. Ja, ja, ja. Das ist wieder am Schluss nochmals der Segen. Und hier gehen wir jetzt ins Pfarrhaus, da ist das Pfarrhaus da. Ja. Dann hat man hier zügigen Schritt, wenn es dann so lang gegangen ist. Aha. Ja. Und jetzt, das ist auf dem Kirchplatz noch, so Leute, die da eingeladen sind,
die da reden. Und jetzt sind wir schon im Hotel. Aha. Im Hotel Hecht Appenzell. Ja. Und das bin ich, wenn man das noch weiß. Und das ist Josef von Apuram, das ist der Inder. Ah ja. Der schon die Subdiakon war, ja. Und hier sind die gratulieren gekommen. Also sie haben hier dem Vater Grüß Gott gesagt. Da ist der Professor von Chur, wie hieß der? Moraltheologe. Und die haben den Osterkurs im Kollegius. Ah. Und hier sind wir am Tisch. Das ist auch das Bräutchen. Das ist Rita Schmitter. Hier ist der Pfarrer von Appenzell, also mein geistlicher Vater. Das ist Andrea, die geistliche Mutter. Und das ist meine zweite Mutter, also die zweite Frau von meinem Vater. Mhm. Ja, ja. Das sind so jetzt halt Aufnahmen während des Essens. Ja, ja. Ja. Drei Schwestern von mir. Ja? Ja. Und das ist der Kaplan Lenz, Tafelmajor. Mhm. Das war Landamann Brogger. Er war zugleich, glaube ich, in dieser Zeit dann Kirchenpräsident in Appenzell. Mhm. Also nicht mehr Landamann. Mhm. Und ja, und das ist der Prediger, Festtagsprediger. Mhm. Ich glaube, es hat keinen Wert, dass ich alle Personen immer wieder nenne. Mhm. Mhm. Und das sind jetzt Frauen in der Appenzellertracht. Das ist die Schwester meiner Mutter. Und das ist eine Tante meines Vaters. Mhm. Und das ist auch eine ganz alte Tracht. Man sieht das auch. Das sind zwei ältere, ja, also alle drei ältere Frauen. Oder? Ja, mhm. Das ist sehr schön. Ja. Und dann gehört es halt dazu, dass so Darbietungen sind. Jawohl. Mein Bruder hat einen Jugendchor geleitet in Appenzell. Aha. Und die haben so auch viel Appenzeller Melodien ja. gesungen. Die haben da gesungen. Ja. Und das ist die Solistin, also Solosängerin vom Sopran im Kirchenchor. Die hat da auch ein Lied zum Besten gegeben. Das ist Yvonne, mein geistliches Brütchen, ja? Brütchen. Mit Verstärkung, mit ja, ja. Mikrofon. Ne? Ja, 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 ja. Und da sind die anderen beiden auch noch. Das ist der Jakob Fuchs, das war ein Studienkollege von mir. Er war älter, zuerst war er Bauer und dann hat er dann später erst das Gymnasium begonnen. Ja, ja. Ja. Und das ist ein Benediktiner von Appenzell. War in Fischingen, aber unterdessen ist er gestorben. Mhm. Das war der spätere Pfarrer von Appenzell, Ivo Koch. Mhm. Und jetzt hier sieht man halt wieder Trachten, da sagt man die Schlappe, oder da? Ja, ja. Da, was da auf dem Kopf ist. Das ist eine Symbolik, so? Ja, weiß es nicht, das weiß ich ja. zu wenig. Die Kirche hat schon viel Symbolik. Ja, ja. Das sind auch Verwandte von mir da. Mhm. Und dann, das war dann die jüngste Teilnehmerin, das ist Esther, die Tochter meines Bruders, die ist gegen 2 Jahre alt gewesen. Mhm. Mhm. Und sie hat mir gratuliert. Gratuliere Onkel Chaus. Ja, hat sie gesagt. Gratuliere. Mhm. Das ist herzig. Du warst 24 in dem. 25. 25, ja. Da sind wir nachher, das ist jetzt schon fertig. Jetzt sind wir nachher noch so von der Familie zusammen auf dem Friedhof gewesen. Wir sind auch zum Grab meiner Mutter gegangen. Ja. Haben dort noch gebetet, ja, für sie. Mhm. Und dann ich mit einer Sutta. Ja, ja. Die habe ich nachher kaum nicht mehr viel getragen. Aha. Hast du auch Geschenke bekommen? Also ja, ja. Die Gewänder und so. Ja, ich habe, also die ich da angehabt habe beim Einzug, das ja. habe ich geschenkt bekommen. Ja. Und Kelch und so. Kelch und Patene, ja. ja. Das habe ich von meinen Geschwistern bekommen. Von Geschwistern, mhm. ja. Ja. Mhm. Ja, ich kann die mitnehmen, wenn man es, weiß nicht, ob du nochmal aufnehmen willst. Ja,
Ja. Musst du es halt sagen. Das hast du noch irgendwo. Mhm. Mhm. Es ist halt erst Deutsch in der Kirche. In der Kirche? Kann ich es ja. Ah, ja, ja. Einfach in der Sakristei. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist, sind meine Geschwister. Ah, ja. Die Frauen alle mit Hüten. Ja? Das war ungewohnt in Appenzell. Ja, ja, für uns schon. Die haben sonst nie, vorher nie Hüte gehabt. Da nochmals die Bräutchen. Ja, ja. Und am Schluss ich. Gut. Und du gingst nachher